dieser Debatte Luise Amtsberg für Bündnis 90 Die Grünen. Und ich meine das ernst mit dem Hinsetzen. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Bei der letzten Regierungserklärung hat die Bundeskanzlerin betont, wie wichtig es ist, alle in Europa an einen Tisch zu bringen und für eine gemeinsame europäische Asylpolitik zu streiten und den nationalen Alleingängen in Europa endlich ein Ende zu bereiten. Wir haben das von Anfang an unterstützt, weil auch wir glauben, dass eine gemeinsame Asylpolitik bedeutet, dass man die Bereitschaft aller in Europa hat zur Aufnahme von Flüchtlingen, dass man Staaten unterschiedlich stark unterstützen muss beim Aufbau von Asylsystemen und weil dem Ganzen natürlich die Erkenntnis zugrunde liegt, dass Dublin gescheitert ist und dass Griechenland mit der Verantwortung nicht länger allein gelassen werden kann. Wir haben Sie auf diesem Weg unterstützt, wissend, dass nationale Alleingänge Europa schaden und den Schengen-Raum gefährden und weil es auch am Ende dazu führt, dass wir in Europa, wenn wir nicht gemeinsam aufnehmen, weniger Flüchtlinge aufnehmen, als wir es bisher tun. Deshalb haben wir Sie immer unterstützt. Mit dem EU-Türkei-Gipfel allerdings konterkarieren Sie, Frau Bundeskanzlerin, diese Bestrebungen. Sie konterkarieren den Plan, Flüchtlinge gemeinsam umzuverteilen. Davon liest man nämlich in diesen Vereinbarungen gar nichts mehr. Und das finden wir nicht richtig. Und ich möchte an dieser Stelle nicht falsch verstanden werden. Die Türkei, die ist Teil der Lösung. Sie kann auch gar nicht Teil der Lösung sein. Sie war von Anfang an Teil der Lösung und Teil der Auseinandersetzung, weil sie mit Beginn des Syrienkrieges Hauptaufnahmeland von Flüchtlingen waren. Jeder, der das sagt, dass die Türkei nicht Teil der Lösung ist, arbeitet vorbei an den Realitäten. Aber, Herr Oppermann, es geht eben nicht um überheblich oder herablassend, wenn wir es falsch finden, die Türkei zum europäischen Türsteher zu machen, wohl wissend, dass Erdogan diese Bedingungslosigkeit, mit der wir auf ihn zugehen, nutzt, um über seine menschenverachtenden innenpolitischen und außenpolitischen Aktionen uns darüber zum Schweigen zu bringen. Und genau das ist, was jetzt gerade passiert. Wenn Sie, Frau Bundeskanzlerin, wollen, dass die Türkei Flüchtlinge versorgt, ihnen internationalen Schutz gibt, dann verstehe ich nicht, warum alle europäischen Regierungen nahezu schweigen, wenn es um die Zeitung Zaman geht, um die Einschränkung der Pressefreiheit, um das Verhindern von Demonstrationsrechten. Dann verstehe ich aber auch nicht, warum die Genfer Flüchtlingskonvention nicht Bestandteil der Verhandlungen war, nicht Bestandteil bedingungslose Anspruch an die Türkei zur Aufnahme von Flüchtlingen. Warum haben Sie darüber nicht gesprochen? Die Genfer Flüchtlingskonvention ist von der Türkei nicht vollumfänglich ratifiziert worden. Und wenn wir von der Aufnahme von Flüchtlingen sprechen, sprechen wir auch über Integration. Die ist in der Türkei nicht möglich, solange die Genfer Flüchtlingskonvention nicht vollumfänglich umgesetzt wurde. Und auch noch vielleicht ein Wort zu dem, was allumfängliches Ziel hier ist, die Bekämpfung von Schlepperwesen. Es ist ein Fakt, dass man ohne Schlepper nicht nach Europa kommen kann. Und zwar, weil es keinen Familiennachzug mehr gibt, weil wir keine Kontingente haben, weil das Resettlement-Programm lächerlich klein ist und weil wir auch keine Lösung für Iraker und Afghanen haben in diesem ganzen Szenario. Wer glaubt, dass damit Schlepperei bekämpft wird, der wird sich irren und das auch erkennen. Wir glauben, festhalten an der Umverteilung, an einer gemeinsamen europäischen Lösung, an der Stärkung der europäischen Institutionen. Das ist der einzige Weg, hier wieder zusammenzukommen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Luise Amtsberg. Darf ich jetzt noch mal bitten, vor allem die CDU-Kollegen und Kolleginnen, die sich so angeregt unterhalten, ihrem Kollegen zuzuhören, weil der nächste Redner ist Matern von Marschall und es lohnt sich, ihm zuzuhören. Also bitte nehmen Sie Platz, der letzte Redner in der Debatte.